Lenins Zimmer. Dies Zimmer im Smolny behausend, in jenen Tagen die Welt. Ein Arbeitszimmer wie tausend war auch nur von Lampen erhellt. Bis auf das winzige Raumstück längsseits der hinteren Wand, an der ein selten benutztes, echt soldatisches Feldbett stand. Wir dürfen das niemals vergessen, hier dachte, befahl und las, besprach sich, schlief, musste essen, ein Mensch nach menschlichem Maß, ein Mensch nach menschlichem Maß. Sekunde. Der Platz vor dem Smolny ist leer, nur die Posten gehen ihre Runde, und hier vor dem Schreibtisch sitzt er. Gern hätt ich gehört, wie er lachte, von keinen Sorgen umstellt. Das Zimmer schweigt, was er dachte, bezeugt vor dem Fenster die Welt. Das niemals vergessen, hier dachte, befahl und las, besprach sich, schlief, musste essen, ein Mensch nach menschlichem Maß, ein Mensch nach menschlichem Maß. Wie schade, wie schade. Oh.